Und moin moin liebe Leute auf YouTube, vielen vielen Dank fürs Reinschalten zu einer neuen Folge Tenants. Wenn es euch gefällt, diesmal gleich am Anfang, lasst gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr Folgen von dem neuen Projekt hier, dem kleinen Immobilienimperium, was wir uns gerade aufbauen. Bisher haben wir nur einen Wohnwagen renoviert, saniert, wie auch immer. Heute kümmern wir uns um eine richtige Wohnung. Wir haben ja hier einen richtigen Job jetzt zu erledigen. Und zwar ist das eine Zeitgeschichte. Wir müssen das in einer gewissen Zeit schaffen, weil wir dann einfach einen dickeren Bonus kriegen. Das Ganze ist, wie gesagt, noch Livestream-mäßig, immer Mittwochabends auf Twitch. Und ja, wenn ihr die Folge seht, ist wahrscheinlich vielleicht auch Samstag, heute Abend wieder Schlag den Fett. Der eine oder andere ist bestimmt schon nervös jetzt gerade als Zuschauer, weil er sich vielleicht drin oder hier beworben hat. So, erledige Renovierungsjob, um an begehrte 5-Sterne-Bewertung zu kommen. Es gibt verschiedene Bewertungskategorien, von denen die Wohnungseinrichtung die wahrscheinlich komplizierteste Kategorie ist. Die Kritiker bewerten die Wohnungseinrichtung anhand der getätigten Ausgaben. Jeder Zimmertyp hat eine eigene Gegenstandsliste, die die Bewertung beeinflusst. Um eine hohe Wohnungseinrichtungsbewertung zu bekommen, solltest du, Gott, alles zusammen, das Zimmerinfo-Fenster öffnen, um zu sehen, welche Gegenstände in Betracht gezogen werden. Das Zimmerinfo-Fenster. Okay. Sehen wir gleich. Also unser Job installiert. Ach so, das ist ja unser eigenes. Wir sollen jetzt hier falscher Zimmertyp. Ach da, ne? Wir sollen. Ach Gott, ist das klein. Badezimmer. Falscher Zimmertyp. Duschkabine, Toilette, Toilettenpapier, Böden, Laminat oder Fliesen, Wände, grün oder gelb. So, Budget 1550. Da müssen wir vielleicht schon ein bisschen sparen. Das hier sind die Premium-Fliesen. Die Optik ist aber schwierig eigentlich, ne? Ich nehme mal den. Alles ein bisschen schwierig von der Optik. Ich mach mal. Okay, so nimmt er die Wände so ein bisschen weg. Dann können wir vielleicht ein bisschen besser gucken. So, grün oder gelbe Wände? Gelbe Wände. So, schick. Sehr schick. Möbel. Wir wollen ja hier, ne? 600 kostet das. Wie viel Budget haben wir noch? 1220, dann ist die Hälfte weg. Ja, die Toilette. Oder lieber eine gute Dusche oder lieber hier in die... Oh, was ist das denn? Handtuchhalter braucht man schon. Was kostet sowas denn? Das müssen wir mal hindrehen. Kann er so noch einsteigen? Ne, so kann er in seine Dusche gar nicht einsteigen. Das heißt also, da gibt es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Hier müssen wir irgendwo... hier an die Wand ballern. Machen wir hier an die Wand. Leveler, moin moin. Lange nichts gehört. Dann, ja, ich packe hier mal so einen Handtuchhalter hin. Aus Prinzip, ne? Solange er noch in die Dusche kommt. 656 haben wir nur noch, Leute. Wir brauchen noch eine Toilette. 450. Und Toilettenpapier. Hier kommt die Toilette hin. Und, oh, guck mal, Chlorbürste gibt es auch. Mülleimer machen wir. So, hier, Toilettenpapier. Und eine Chlorbürste. Bringt bestimmt einen kleinen Premium. Erster Eindruck zählt, aber dann ist natürlich nicht so nice, ne? Jetzt taucht er, schade, dass er mir die Wand jetzt hier nicht wieder zeigt. Ist ein bisschen tricky. Man kann aber auch schön nach ranzoomen. Also das ist doch schon mal ganz nice hier auf jeden Fall. Schöne Toilette. Wir haben noch 171 Tacken. Hier ist alles erfüllt. Bevorzugte Möbel, Wandpflanze, Wäscheständer. Was? Wandpflanze und ein Wäscheständer. Kein Handtuchhalter. Guck mal, das ist ein Wäscheständer, ne? Wäschegestell. Wäschegestell. Ständer. Ja, also gut, das sind alles Wäscheständer, oder? Ist ja viel zu groß. Wie willst du das in dein Mikrobadezimmer kriegen? Hier. Stellen wir mal so an die Wand, wa? Aber nice. Wandpflanze. Wo kriegen wir eine Wandpflanze her? Schon was für die frische Luft hier. Wandpflanzen. Das hier, wa? 90, haben wir noch 90, würde ich mir noch hinkriegen. Guck mal, Leute. Was nicht Premium ist hier. Guck mal, so pickt man sich immer. Hier ist noch Platz. Ja,
das ragt nicht ganz in die Dusche. Das ist ja auch schon, das ist ja schon schön jetzt, ne? So. Also meiner Meinung nach besser geht's nicht. Budget, wir sind hingekommen, haben noch 50 Tage über, wir hätten noch 4 Tage Zeit gehabt. Ich würde sagen, wir schließen den Job ab. Muss ich erstmal gucken, wo. Da schließe ich den Job, das macht keinen Sinn. Ach, hier unten, ne? Job abschließen, genau. Guck mal. Das ist gut, oder? Was sagt ihr, liebe Leute, auf im Livestream? Gut geworden, oder? Die Farbe lassen wir jetzt mal außen vor. Das können wir später bei unseren eigenen Wohnungen ein bisschen schöner machen vielleicht. Das ist bei den Jobs egal. So, Job abschließen. So, da ist die Frau, die es bewertet wohl. Die guckt erstmal die Wäscheständer, ob sie damit glücklich ist. Mittelmäßig scheinbar. Toilette, setz dich, teste. Also, guck mal, sie mag die Toilette. Die Wandpflanze, also mehr geht nicht, ne? Das, die muss gut bewertet werden, definitiv. Siehst du? Doppelherz. Nice. Ja, auch also, ich würde sagen, rundum gelungen. Siehste. Neue Gegenstände sind freigeschaltet. Neue Tür, noch ein paar neue Böden. Taschentuchdose. Ja, mal schauen, was da noch so derzeit dazu kommt. Taschen. Weiter. So, raus aus der Tür. Wir gehen gleich weiter, liebe Leute. Wir haben nämlich einen weiteren Job. Und zwar sollen wir eine neue Küche bauen mit 5500 Budget. Das ist die Bude hier. Da machen wir gleich weiter, ne? Das ist ja. Was ist das in der Mitte, die Küche nachher? Also, krass. 5000, das ist ein großer Raum auf jeden Fall in der Mitte. Schon ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, es ist eine WG oder so, oder? Ja, oder einfach hier family-mäßig. Zwei Kinderzimmer, obwohl, naja, gut, so kunstmäßig. Weiß ich nicht, aber ist auch egal. Also, was bauen wir hier Schönes? Wir brauchen Kühlschrank, Herd, Küchenspüle, kleiner Tisch, Stuhl, Stuhl, Wanduhr, Wandpflanze, Böden, Hartholz oder Fliesen. Da gehen wir gleich in die Vollen, ne? Das ist halt ein teurer Boden, ist wahrscheinlich, ne? Wände, braun oder blau? Ach, das sind aber auch immer naja, okay. Dann nehmen wir sowas. Ist aber auch günstig, ne? Ist wieder. Aber wenn ich jetzt überstreiche, kostet bestimmt nochmal. Will ich jetzt nicht testen. So, wir wollen eine schöne Küche machen. Ich überlege natürlich, jetzt muss man überlegen, wie will man so eine Küche machen. Ich kann das einfach hinklatschen. Ich möchte es aber auch minimal schön machen, Leute. So, das heißt, wir brauchen natürlich irgendwo Arbeitsflächen. Wir brauchen einen Kühlschrank, das müssen wir schon mal gucken. 1200, Kühlschrank ist schon mal viel weg, ne? Er hat Küchenspüle, kleiner Tisch. Ich glaube, ich kann das noch gar nicht so premiummäßig machen, weil wir einfach gar nicht, das, ne? Die geben uns ein recht kleines Budget leider vor. Zählt das als irgendwas? Nö. Kostet nur Geld, aber zählt als nichts. Ich habe mir auch den falschen genommen, aber egal. Ah, das ist, glaube ich, blöd. Kann ich das wieder wegmachen? Ja. Denn wir brauchen eher eine Küchenspüle. Das ist dann so eine, die passt auch hier gut rein. So, ein Herd. Tausender. Dann sind wir schon bald out of budget, Leute. Ein Herd direkt neben die Spüle macht man eigentlich auch nicht, ne? Könnte man natürlich jetzt riesengroß machen, aber es geht halt nicht. Ein kleiner Tisch, ein paar Stühle, eine Wand und eine Wandpflanze. Hier, ne, irgendwie sowas zum Essen. Was haben wir? Oh, krass.
Nur noch 1200. Also ich glaube, wir müssen irgendwo ein bisschen sparen. Ja, so ja, ist aber auch nicht hübsch, ne? Dann wird's nix. Wir haben viel zu wenig Budget. Zwei Stühle. Oh, 1000 haben wir noch. Aber der dreht ja automatisch ran. Das finde ich richtig nice. Perfekt. Noch eine schöne Wanduhr. Also Deko wahrscheinlich, ne? Boah. Hier, ne? Die billigste ist auch blöd. Aber die Kuckucksuhr, Pendeluhr ist ein bisschen, finde ich, too much. Aber wir können die, warte mal, ich nehme die wieder weg und mache ein bisschen eine teurer hin. Das wird sich nachher positiv bestimmt auswirken. Ein Spiegel könnten sie noch gut gebrauchen. Die möchten sich wohl auch gerne noch. Und so. Ach, so ein Bild noch. Das kostet für 30, ja. Bronzemedaille. Ein bisschen Deko. Natürlich ist hier hinten noch alles, ne, kahl, aber wir beachten mal jetzt nur diese Ecke. Alles andere ist uns mal egal. Vielleicht noch ein schönes Zombie-Foto-Poster hier irgendwo hin. Wandpflanze. Dann nehmen wir wieder die gute Wandpflanze hier. Die können wir aber hier hinhängen. Bisschen lebhafter aus. Wände. Ich kann immer Wände hoch machen. Hat man doch den Raum immer gleich ein bisschen schöner. Was ja hinter uns, ne? Interessiert uns ja nicht hier im Wohnschlafzimmer. 600 hätten wir noch über. Alles ist abgehakt, so wie ich sehe. Vielleicht finden wir jetzt noch einen Spiegel. Vielleicht noch einen Teppich. Teppich unter den Tisch. Die kriegen, also ich weiß nicht, ob man das sollte oder nicht, ne? Aber ich gebe gerne das Geld aus. Kriegen noch eine Kaffeemaschine. Was ist eine Küche ohne Kaffeemaschine? Das ist ja so, das geht ja gar nicht. So, dann wo ist denn eine Dunstabzugshaube? Ja, macht ja auch Sinn, ne? Fast farblich null. 400 ist schon viel Geld weg, ne? Dann müssen wir erstmal den Spiegel finden. Wo ist denn der Spiegel? Hat schon jemand einen Spiegel gesehen? Sterne? Besonderheiten? Okay, guck mal hier, krass. Also es wird interessant in den nächsten Folgen auf jeden Fall, was man hier alles bauen kann. Es wird auch noch mehr freigeschalten. Ich sag's nochmal, wir sind noch ziemlich, ziemlich am Anfang. Wir müssen mit Erfahrung, die wir gewinnen, werden unsere Baumenüs immer größer. Hier ist doch fast ein Spiegel. 85 ist eben beim. Ja. Oh, guck mal, so mal so als Badezimmer-Idee, wie das eingerichtet ist. Da ist noch eine Waschmaschine. Ein bisschen komisch mit dem Vorhang, liebe Leute. Wer von euch hatte das auch schon mal, dass in seiner Wohnung ein Vorhang zur Toilette war? Wo ist denn. Da geht's raus, glaube ich. Ne? So ein Spiegel vorm Rausgehen. Auch mal gucken, ob Jahre sitzen. Denn, Alter, wer ist er denn hier? Guck mal. Dickes Gewehr hier an der Wand. Aber so ein Teddybär-Poster. Okay. Ist halt auch Geschmackssache. Aber da sieht man, so kann man später Räume einrichten. Das wird auf jeden Fall noch, wird noch echt spannend. 423 Budget haben wir zur Verfügung noch. Denn. Doch, was weiß ich, nochmal eine schöne Blume hier irgendwo. Na, nicht so gut. Nicht so hübsch. Gibt es sowas wie Garderobe? Und. Oder sollen die noch irgendwas Schönes kriegen? Was ist das? Eine kleine Hampel. Herzendeko. Weil irgendwie so ein Regal, aber das will. Also ich weiß, nee, nachher wird uns das negativ ausgelegt, oder? Wenn wir das bauen. Na, ich lasse das mal. Das ist eine Falltür, ja. Aber ist jetzt für die Toilette auch nicht so die coole, oder? Aber ich weiß tatsächlich aus der meiner. Das hier, ne? Regenschirmständer, genau. Aus meiner Berufsschulzeit, da drüben in Nordfriesland, da wir hatten auch Leute in der Berufsschule, die von der Insel Föhr kamen und die konnten logischerweise nicht immer zwischenfahren. Oder mit der Fähre, ne? Das ist ja eine Fähre, für die, die es nicht wissen. Die fährt dann irgendwie alle paar Stunden mal, fährt aber auch immer eine Stunde eine Tour. Und
ja, da mussten die jüngeren Leute, oder ich sag mal zwei Kollegen waren das, die hatten eine Wohnung tatsächlich da im Ort, wo auch die Berufsschule war. Und die hatten tatsächlich zu der Toilette nur einen Vorhang. Und den stellt man sich vor, der eine von den beiden macht sein morgendliches Geschäft, so nach dem Motto, nur hinter einem Vorhang. So viel dazu. So, wir geben mal Bewertung ab. Wollen wir nicht weiter ins Detail gehen. Ich glaube, den Job haben wir erledigt. Da kommt wieder hier die Bewertungstuse. Die checkt mal die Lage. Ja, ich weiß, der Tisch ist jetzt nicht so das Beste, aber das ist unzufrieden. Wir mussten ja sparen. Geruchsbelästigung inklusive, das würde ich auch behaupten. Ja, das war in Ordnung. Also wir sehen, glaube ich, hier die Jobs, deine Jobs. Da warten wir gerade auf die Bewertung. Hat wohl gereicht, wir haben wieder eine neue Tür freigeschaltet, ein paar Wände, was anderes und andere Böden. Sehr gut. Und wir haben neue Jobs zur Auswahl. Wir haben auch ein bisschen Geld. 5.960. Wir brauchen aber, um Wasser, Strom und Gasanschluss in unsere Wohnung zu kriegen, brauchen wir 6.000. Das heißt, der nächste Auftrag, ja, wartet nicht lange. Wir werden mal schauen. Wir haben 3, 4, 5 Jobs zur Auswahl, Leute. Was ist das? Schwierigkeit? Job für Fortgeschrittene? Ah, warten wir noch einmal. Also, gucken wir mal auf die Belohnung vielleicht auch. 6.600 gibt es hier. Ein Immobilienagent sucht einen erfahrenen Raumausstatter für eine Küchenrunderneuerung. Das haben wir doch gerade schon gemacht. Das können wir machen. Wir. In 5 Tagen zahlt er mehr. Das ist ein anderer. Dann nehmen wir den auch. Guck mal, was da noch so ist. Also Jobs kommen auf jeden Fall ohne Ende rein. Das ist schon mal nicht das Problem. Maximal 2 Jobs dürfen wir haben. Die haben wir. Dann gehen wir mal wegen den Tage. Das eine ist nicht so eilig. Wir gehen natürlich erst den, der tagesmäßig abhängig ist. So, die neue Bude. Das ja. Was sollen wir hier machen? Das dicht. Ach, das kann ich hier auch klein machen. Das ist ja auch schön. Ne? Ist das nicht so groß? Ja, schon passt das auch wieder mit der Cam, Leute. Wichtig, Fußböden. Erster Eindruck. Unwichtig, Deko. Bonuszahlung in 5 Tage. Renovierung der Wohnung. Renovierung starten. So, was die Wohnung? Ein Schlafzimmer. Also, wir brauchen hier ein Schlafzimmer. Denn wir haben schon ein geräumiges Badezimmer auf jeden Fall. Schönen Wohn-Essbereich hier. Jo. Da brauchen wir aber ein Schlafzimmer, das kriegen wir hin. So, wichtiger hat was. Wichtig sind die Fußböden. Also wenn wichtig ist Fußböden, dann gibt es auch das teuerste Linoleum, wa? So hübsch. Budget haben wir jetzt noch 3.800. Ich gucke gerade, das ziehen wir jetzt noch durch in der heutigen Folge. Warte mal, Wände fertig, gelb oder braun. Passt ja auch wieder. Zählt auch als braun. Ein bisschen günstiger, ne? Wird wahrscheinlich dann auch nicht ganz so gut premiummäßig bewertet, aber das andere kannst du ja nicht antun. Wie sieht das dann aus? Wieder gar nicht. So, ein Einzelbett, zwei Betten rein. Mhm. Betten, also Schlaf ist schon wichtig, ne? Also Bett lieber 1 Euro mehr ausgeben, finde ich. So, Bett Nummer 1. Und Bett Nummer 2. So, passt das doch schon mal. Dann ein Schreibtisch und ein Laptop soll hier noch mit rein. Okay, tut das Not. Ich gehe natürlich mal in die Vollen, ne? Wenn wir nachher merken, dass wir out of Geld sind, dann werden wir Laptop. Gaming-Laptop, ja, nee, der ist Budget leer. Wir können leider nur einen Büro-Laptop kaufen. Weil wir brauchen bestimmt auch noch einen Stuhl, ne? Bürostuhl. Da müssen wir leider auch, glaube ich, danach noch eine Kommode und Wandregal. Da nehmen wir auch den Premium-Stuhl, weil man viel drauf sitzt. Ne? Guter Stuhl. Oh, schön ist das doch. Dann haben wir noch 900 übrig. Eine Kommode.
300, dann bleiben uns noch ca. 600 für Wandregal, für eine kleine Deko und eine Wandpflanze und Bücher und Schachbrett. Würde sich auch noch drüber freuen. Da müssen wir jetzt ein bisschen irgendwo hier bei der Kommode sparen, ne? Ne, das zählt als Schrank. Das zählt als Kommode. Sogar teurer als der Schrank. Das ist ja irgendwie ungünstig. Also ist doch nice, oder? Leute, was sagt ihr? Wandregal. Regal. Ist praktisch, dass er uns hilft, ne? Das ist ein Wandregal, genau. Ich gucke Geld. Kriegen wir noch hin. Hier. Dann so schön übers Bett. Oder warte mal, nee, hier ist doch noch viel Platz. Bücher und ein Schachbrett. Da könnten wir also Bücher. Guck mal das, ne? Ne, das sind die DVDs. Ist das? Das ist eine kleine Dekoration. Eine Matte. Eine gerollte Matte. Oh, eine Whiskyflasche. Ein Huni. Oh, das wird ja schon knapp. Müssen wir mal merken. Ein Huni, ja, das geht aber. Guck mal. Nice, oder? Stellen wir hier mal eine Whiskyflasche auf den Tisch. Dann gibt es noch die Premium-Wandpflanze. Die kennen wir schon. Immer gern genommen. Hier gerade noch hin, wahrscheinlich. Genau. Was will man mehr? Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch Bücher. Und nach Möglichkeiten Schachbrett. Wir haben nur noch 3 Tage Zeit, Leute, den Job Abschluss schießen. Vielleicht noch irgendwie. Nee, machen wir nicht. Wird nicht gefordert. Da. Boden einfach ist ja auch nicht so cool, oder? Mist. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht das nicht. Ja. Jetzt ist die Flasche. Ach Mist, jetzt ist die Whiskyflasche im Weg. Kannst du ins Regal. Oh ja, aufs Regal, Leute. Ne? Also so. Ja, nice. So, wo ist das Schachbrett? Schnell, schnell, schnell. Ja, das ist doch viel schöner. Guck mal. Bücher. Wo gibt es Bücher? Ist das ein Buch? Vielleicht noch eine Lampe. Wir haben noch 200. Das sind noch Bücher. Geschichtsbücher. Lebensratgeber. Lebensratgeber. Kriege ich da, glaube ich, so nicht rein, ne? Oh, doch. Alter. Doch nicht. Schade. Dachte, das passt da auch noch genau rein. Das wäre zu krass. Also neben die Whiskyflasche noch ein paar Bücher. Kann man mal machen, ne? Okay, ich würde sagen, den Job haben wir getan. Sieht ganz nice aus. Die Bewertungen sind ziemlich solide, meiner Meinung nach. Und wir werden einfach mal gucken, was passiert, wenn wir den Job abschließen. Dann kommt nämlich wieder unser Bewerter oder Bewerterin wohl. Ich will das Ganze nochmal abchecken. Also das ist gut. Ja. Sage ich euch, das ist gut. Da kommt richtig Geld rein. Wir haben uns auch gerade in Time, ne? Just in Time erledigt das Ganze. Richtig zufrieden. Schwarze Küche ist freigeschaltet. Naja. App öffnen, wollen wir mal gucken. Spieler, so Stufe 4 sind wir jetzt schon. Da haben wir noch ein paar Belohnungen kassiert. Noch weitere, was ist das? Achso, hier sehe ich die Bewertung nochmal. Deko. Ja, also da sehen wir die Bewertung, was wir bisher geschafft haben. Das passt schon, das sieht auch ganz
solide aus. Finanzen, das ist alles noch nicht freigeschaltet. Das werden wir wahrscheinlich erst in einer der nächsten Folgen sehen. Denn aus YouTube-Sicht, liebe Leute, war es das schon wieder für die zweite Folge. Die Zeit ist schon wieder völlig drüber. Von daher vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss.